Hallo, da bin ich wieder. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid in der richtigen Stimmung für eine neue Grammatiklektion. Worüber sollen wir heute sprechen? Vielleicht über eure Zukunftspläne? Dazu brauchen wir aber die Zukunft, also das Futur. Die Zukunft bildet man mit dem Wort werden. Ich werde morgen mein Zimmer aufräumen. Du wirst im Sommer nach Paris fahren. Er, sie, es wird am Sonntag eine Besprechung haben. Wir werden am Wochenende einen Ausflug machen. Ihr werdet am Samstag ins Kino gehen. Sie werden nächstes Jahr nach Wien kommen. Beachtet bitte, dass das Verb am Ende steht. Also ich werde kommen. Wir verwenden das Futur also immer dann, wenn wir eine Handlung in der Zukunft ausdrücken möchten. Aber auch, wenn wir eine Vermutung äußern wollen. Zum Beispiel, wenn wir denken oder glauben, dass etwas möglich oder nicht möglich ist. Zum Beispiel, ich werde wahrscheinlich nach Auckland auswandern. Du wirst dieses Problem heute vermutlich nicht mehr lösen. Er, sie, es wird schon wieder zu spät kommen. Wir werden vielleicht nach Nepal fliegen. Ihr werdet unter Umständen keinen Platz mehr bekommen. Sie werden bestimmt im Park sitzen. Auch hier steht zuerst werden. Dann kommt blablabla und dann steht das Verb im Infinitiv, also in der Nennform. Zum Beispiel sitzen. Sie werden bestimmt im Park sitzen. Wenn man eine Vermutung in der Vergangenheit äußern möchte, dann sieht die Sache so aus. Ich werde möglicherweise in den Hundekot gestiegen sein. Du wirst wahrscheinlich deinen Schlüssel verloren haben. Er, sie, es wird bestimmt schon wieder nach Astana gefahren sein. Wir werden wohl zu viel gegessen haben. Ihr werdet bestimmt noch nichts getrunken haben. Sie werden vermutlich schon gestern angekommen sein. Wie schon zuvor kommt das Wort werden am Anfang. Danach kommt blablabla und dann steht das Perfekt mit der Nennform von sein oder haben. Gegessen haben, getrunken haben, angekommen sein. Seht euch dazu vielleicht einfach noch einmal meine Lektion über das Perfekt an. Noch ein paar Beispiele. Ihr werdet in Zukunft bald besser Deutsch sprechen. Nächstes Jahr werdet ihr mich in Wien besuchen. Bis dahin werdet ihr bestimmt sehr viel gelernt haben. Tja, viel mehr gibt es über die Zukunft nicht zu sagen. Außer vielleicht noch, dass ich uns allen eine schöne und friedliche Zukunft wünsche. Passt bitte auf euch auf und seid lieb zueinander. Und ich werde jetzt meinen morgigen Tag planen. Zuerst werde ich einkaufen gehen. Danach werde ich eine neue Deutschlektion vorbereiten. Dann werde ich...